Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Moin. So, heute kümmern wir uns mal, Alex, um Speichenräder. Wir haben mal versucht, Alternativen zu finden zu anderen Herstellern. Und zwar, wir müssen dazu sagen, wir haben die also wirklich selber bezahlt. Also wir sind hier nicht irgendwie gesponsert oder ähnlich. Die Felge ist von der Firma Speirad. Die wird aber, glaube ich, von der Firma Sachsen-Moped vertrieben, soweit ich weiß. Und ja, wir können mal ganz kurz gucken, ob die gut läuft. Ja, also die Felgen, die werden in, beziehungsweise die Speichenräder, die werden in Deutschland zusammengebaut, in Dresden, in der Nähe von Dresden. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz, ob sie gut laufen. Mal hier aufs Prezi-Ray gespannt. So, jetzt können wir mal gucken. So. Kannst du mal zeigen hier? Also diese Hebel, diese Zeiger haben eine Übersetzung von 1 zu 3 ungefähr, ne? Wenn hier 1 mm Höhenschlag wäre, dann würde es hier 3 mm ungefähr anzeigen. Und Seitenschlag hier 1 mm würde hier auch 3 mm anzeigen. Also ich finde es eigentlich ganz gut gemacht. Ne? Kann man ja noch mal kurz erwähnen, der eine Schlag, der da drin zu sehen ist. Achso, dieser hier, ne? Genau, da ist die Schweißnaht von der Felge. Genau. Da darf man jetzt nicht so drauf gucken, weil an der Stelle darf man das halt nicht berücksichtigen. Aber ich finde, die laufen ganz gut. Kann man nicht meckern. Und das Schöne ist auch, dass die Felgen mit Nippeln versehen sind, die aus Messing sind. Das heißt, Messing vernickelt. Und ich glaube, dass ab Juni sogar die Felgen mit den Stahlspeichen dann entsprechend auch diese Messingnippel haben. Weil bei manchen anderen Herstellern kriegst du dann immer, wenn du eine Edelstahlfelge bestellst mit Edelstahlspeichen, machen die halt trotzdem die Nippel dann immer noch aus Stahl. Stahl mit Chrom dann. Stahl mit Chrom, ja. Würde dann ja irgendwann, denke ich mal, auch rosten. Ne? Also ich finde es ganz gut. Kann man eigentlich nicht meckern. Und warte mal, eine Sache interessiert mich noch. Mal gucken ganz kurz, wie die Spannung ist von den Speichen. Klingt relativ gleichmäßig, ne? Ja, wird sich zeigen auf lange Sicht, aber ich finde so eine ganz gute Alternative. Vor allen Dingen preislich auch interessant. Werden wir mal verbauen, Alex, ne? Schauen wir mal. Achso, hier, das andere Rad können wir auch noch mal eben ganz gut testen. Mal gucken, wie das läuft. Achso, und das Schöne auch an diesen Speichenrädern, wie ich finde, ist, dass die... Die Hülse, die innerhalb der Narbe sitzt, da sitzen ja normalerweise hier diese ganz normalen Stahlrohre drin. Und Firma Sachsen Moped verwendet hier schon die verstärkte Hülse, also auch die ist da drin. Und die Lager sind von der Firma KSB, die da drin sind, aber man kann, glaube ich, auch dort anrufen und sagen, möchte andere Lager haben, vielleicht Koyo oder Weiß der Geier oder FAG. Sollte eigentlich kein Problem sein, dass dann die Lager entsprechend eingebaut werden. Ja, mal gucken. Ja. Ähnlich, also sieht okay aus, die andere läuft ein bisschen besser. Aber man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch, wenn da jetzt einer versucht, die Felge noch auf Null zu spannen, dann sitzt er da wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde länger dran. Aber da kann man ja selber dann nochmal Hand anlegen. Ne? Also ich finde es so ganz gut eigentlich. Laufen ganz gut rund. Achso, eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar geben die ja ab Werk vor, dass man maximalen Höhenschlag, also laut Simson, maximalen Höhenschlag von 2 mm haben darf und einen Seitenschlag, Alex, von 1,5 mm, glaube ich. Ne? Und das wird hier natürlich unterschritten. Das finde ich schon mal gut. Also Firma Sachsen Moped sagt, dass die das so unter 1 mm entsprechend als Höhenschlag und Seitenschlag einstellen. Und das finde ich schon okay. Ja, verbauen wir mal, ne? Demnächst. Jo. Okay, bis denn. Ciao. Ciao.